Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal. Ein paar, die mich schon ein bisschen länger zugucken, werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum ich dieses Spiel spiele. Denn das passt irgendwie so gar nicht zu den anderen Spielen, die ich spiele. Aber das liegt daran, dass ich Battle Royale-Spiele tatsächlich sehr, sehr cool finde. Und ich sie auch sehr, sehr gerne spielen würde können. Ich kann es leider nicht spielen. Genau deswegen habe ich dieses, also bin ich auf die Idee dieses Formates gekommen, vom Noob zum Pro. Den Noob-Teil könnt ihr bitte sehr ernst nehmen, den Pro-Teil bitte nicht. Also ich werde nach diesem Format mit Sicherheit kein Pro-Spieler sein. Hoffentlich aber besser als wie jetzt in der ersten Folge, die ihr hier sehen werdet. Genau, ich habe PUBG vielleicht 2 oder 3 Runden gespielt, mehr noch nicht. Genau dementsprechend kann ich nichts, ich kann nicht mal die Steuerung. Ich habe auch keine Ahnung von Waffen, von Munition, von weiß der Kuckuck was. Aber ich mag Battle Royale Spiele enorm gern. Genau, und um was geht es jetzt in vom Noob zum Pro? Es geht darum, in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Im Falle von PUBG ist es eben, in 35 Folgen ein Chicken Dinner zu holen. Sollte ich das schaffen, habe ich das Format, wo ich alleine mitspiele, gewonnen. Das ist ein bisschen blöd zu sagen. Auf jeden Fall habe ich dann meine Herausforderung geschafft. Sollte ich es nicht schaffen, in diesen 35 Folgen ein Chicken Dinner zu holen, muss ich ein Bestrafungsspiel spielen. Ein Bestrafungsspiel, das richtig schlecht ist. Ihr könnt mir gerne Vorschläge dafür in die Kommentare schreiben. Das muss ich 1 Stunde lang spielen. Genau. So, gibt's noch irgendwas zu sagen? Außer, dass ich grottig bin und Battle Royale spiele. Ich glaube nicht. Okay. Mir wird bisher halt zwischendurch noch irgendwas einfallen. Entschuldigung, dass ich mich heute so extrem komisch anhöre, aber meine Nase ist zu. Dementsprechend höre ich mich ein bisschen nasal an. Aber das ändert sich wieder. Genau, und die Folgen sind ungefähr 20 bis 35 Minuten lang, je nachdem, wie ich eben aus einem Match rauskomme. Und so setzen sich dann die 35 Folgen zusammen und da kommen wir so etwa auf die 17 Stunden. Also in 17 Spielstunden muss ich ein Chicken Dinner holen. Das werden jetzt wahrscheinlich für manche von euch sich denken, ja, pff, easy. Aber für jemanden, der das noch nie gespielt hat, ist das tatsächlich eine Herausforderung. Aber ich will gar nicht lange noch quatschen. Wir klicken auf Starten und legen los. Natürlich spielen wir Solo, nicht im Squad. Denn ich muss das ja alleine holen. Ich versuche auch natürlich nicht zu campen. Ich weiß, campen ist tatsächlich ein Bestandteil des Spiels. Aber ich versuche mir natürlich auch das Chicken Dinner zu verdienen. Irgendwie wird das schon funktionieren. Ihr könnt mir auch gerne Tipps geben in den Kommentaren. Bitte kein zu arges Backseat. Ich weiß nicht, ob man hier großartig Backseat gamen kann. Aber trotzdem. So kann ich. Ich bin tatsächlich damit überfordert. Tab kann ich mein Ding anmachen. Duckenblock. Ah, okay. Ich habe gerade gesucht, wie man duckt. Tatsächlich. Also ich versuche gerade die Steuerung ein bisschen rauszufinden. Hier sprintet man, hier duckt man. Ich muss nur einmal draufklicken, okay. Beim Sprinten muss ich draufbleiben. Wie crouch ich denn? Q lehne ich mich zur Seite, E lehne ich mich zu... Huch! Ja, okay, wir sind im Flugzeug. Also, ihr seht ungefähr, an welchem Niveau ich spiele. Also bitte, seid gnädig mit mir. Ich bin nicht gut. So, die Map ist auf M, das weiß ich. Wir könnten hier rausgehen. Dafür müsste ich jetzt aber dann bald raus, ne?
Ne, mein Marker ist schon hier hinten. Kann ich irgendwie? Also ich habe das, was ich hier gerade tue. Habe ich tatsächlich in... Oh nein, da sind mehrere Leute. Okay, ich bin gleich tot. Mit Sicherheit bin ich gleich tot. Habe ich tatsächlich bei anderen Leuten gesehen. Alles, was ich über PUBG weiß, ist... Weiß ich von anderen Menschen. Denen ich dabei zugeguckt habe. Ist irgendwie alles nicht so gut hier. Dass hier gleich noch mehrere Menschen sind. Denn ich bin nicht gut. Hallo, ich weiß, dass ihr klettern könnt. Das ist schon mal besser als gar keine Waffe. Menschenskinder. Warum nimmt er denn keine? Okay. Oh mein Gott. Sorry, wenn ich teilweise ein bisschen ruhiger bin. Das liegt daran, dass ich mich konzentriere. Und wenn ich spreche, kann ich mich nicht konzentrieren. Was ist denn? Lol. Okay, es kann sein, dass ich vorhin einfach die falsche Taste gedrückt habe. Ich muss kurz nachladen. Da lade ich auch nach. Es kommt tatsächlich jemand. Oder ich höre zumindest jemanden. Wow. Sogar direkt bei mir vor der Tür. What the fuck? Der kommt jetzt zu mir hoch. Ist nicht so gut. Fuck! Ich habe gerade überlegt, wie man von Einzelschuss auf Mehrfachschuss umwechselt. Ich weiß das leider nicht. Es tut mir leid. Wir machen direkt das nächste. Also ihr wisst ungefähr, auf welchem Level ich hier bin. Das habt ihr jetzt gesehen. Aufgestiegen. Wow. Okay, wir machen direkt das nächste. Ich sollte vielleicht in die Beschreibung von den, ihr wisst schon, in die Steuerung gucken, etc. So gucken, wo ich da automatisch, heißt das automatisch? Ja. Okay. Wir laden noch. So. Wir haben ja theoretisch hier Steuerung. Nur klettern. Ducken. C. Liegen Z. Okay, liegen Z. Alles klar. Weiß ich das? Zielen, nachladen, nächste vorherige Waffe. Feuermodus umschalten. B. Okay. Das wissen wir jetzt. Also Z ist hinlegen. Okay. Wir kommen da noch irgendwie rein. Es kann immer sein, dass ich mittendrin schreie und übersteuere. Ich entschuldige mich schon mal jetzt dafür. Aber das kann in der Hektik tatsächlich passieren, aber naja. Ich hoffe nicht zu oft. Das Match geht los. Wir fliegen diesmal so lang. Das Flugzeug ist noch nicht da. Wir gehen mal hier hin. Das ist in der Nähe von der Stadt. Ich will natürlich nicht immer... Quatsch. Ich will natürlich nicht immer... Ich lasse es mal noch ein bisschen offen. Ich will natürlich nicht immer auf irgendwelche kleinen Häuschen gehen, wo kein Schwein ist. Weil sonst werde ich mit Sicherheit auch nicht besser.
Ich muss das ja üben. Und wie übt man, indem man die Konfrontation sucht? Ihr könnt mir übrigens auch schreiben, ob ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Facecam wollt. Weil normalerweise spielt man PUBG häufiger mit Facecam. Ich habe mich jetzt heute dagegen entschieden, weil ich ausschaue wie ein Toastbrot. Oh nein, warum? Ihr seid alle scheiße. Ich könnte auch hier runtergehen. Schneller Sinkflug. Hui! Nicht aufs Dach, nicht aufs Dach, nicht aufs Dach. So, haben wir hier irgendwas? Hier haben wir was. Eine Polizeiweste. Eine MP und hier. So. Wir laden nach. Und wir ändern nicht auf Einzel, sondern auf Stoßdauer. Einzel, Stoß. Wir werden es herausfinden, was die Unterschiede sind. Was haben wir hier? Ein Rucksack Stufe 1. Okay, ich bin noch im... Leute, ich bin genau an der Grenze. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht. Weil da drüben sind auch Leute runter. Die müssen ja zu mir dann. Da ist ein Armbrust. Polizeiweste Stufe 1 habe ich. Die braucht 45er CP. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder was das alles bedeutet. Jo, machen wir wieder zu. Mach mir wieder zu. Hallo. Macht er denn die Tür jetzt wieder nicht zu? Dankeschön. Ist die Türsperre mal weit offen. Das ist jetzt alles hier noch nicht so. Toll, Dankeschön. Jetzt auch wieder raus. Haben wir hier irgendwas? Nein. Hat auch keine Treppe nach oben. Ist irgendwie alles nicht so. Hier liegt noch was. Ein Rotpunktvisier. Genau. Bla, crouchen kann ich so. Die waren, also ich muss in die Richtung. Die waren da hinten, die gelandet sind, ne? Okay, wo können wir denn hin? Also die sind da hinten gelandet, wo ich eigentlich landen wollte. Wir können natürlich nach dahin weitergehen. Die rote Zone hat begonnen. Okay, die juckt uns weniger, aber wir sind nicht in der Nähe von der. Hier liegt auch nichts mehr, ne? Wir haben natürlich keine Heimtricke. Wir müssen eigentlich raus und looten. Komm! Da geht's nicht raus. Entschuldigung, wir sind mal. Wir haben hier unten noch ein Haus. Das habe ich fast vergessen. Das ist die rote Zone. Was haben wir hier? Ich sag Stufe 2. Schrotfliste. Was ist das denn? Aha. Gewinkelter Handgriff. Okay. Rucksack Stufe 1. Energy Drink. Das sieht doch gut aus. Wenigstens irgendwas. Wenn man verbannt. Was haben wir hier noch? Zwei Rucksäcke Stufe 1. Brauchen wir auch nicht mehr. Hier haben wir nichts mehr. Da war ich gerade drin. Da war der Verband drin. Da war das andere drin.
War da nicht noch eine Treppe hoch? Nein. Okay, aber ich muss. Ich wollte raus, ne? Ich weiß, es ist dämlich, über offenes Feld zu laufen. Da kommt der Drop runter. Das ist jetzt noch dämlicher, über offenes Feld zu laufen. Aber gut. Wir sind, glaube ich, wir sind immerhin schon mal länger am Leben als wie beim letzten Mal. Das ist relativ bei uns in der Nähe, ne? Da drüben. Kann natürlich sein, dass da drüben jemand sitzt. In dem Haus. Aber die Türen sind zu. Ne, die sind bei dem Drop da hinten, ne? Hier kommt einer gefahren. Der hält jetzt aber nicht bei mir, verarscht du mich? Der hat jetzt nicht bei mir gehalten, oder? Oh. Die sind aber ganz schön nah hier, du. Ach, da rechts steht sogar meine Tastenbelegung. Sorry, ich bin ein Schisser. Es tut mir leid. Ja, die sind alle da hinten wegen dem Drop. Also da hinten, weil da der Drop ist. Die rote Zone haben wir wieder hier. Hört sich irgendwie nicht so an. Also die rote Zone ist mega nah. Ja gut, die rote Zone ist mega nah. Gehe ich runter? Immer noch die ganzen Bomben. Draußen fliegt ein Käfer. Jetzt dachte ich schon, ich mache Fußspuren oder so. Hört sich irgendwie nicht so an. Wäre hier noch irgendwas los? Oh, wobei, das ist doch ziemlich nahe. What the fuck? Was seid ihr denn? Was habe ich hier?
Ich könnte mal meine andere Waffe nachladen. Okay. Also Phase 1 ist jetzt dann gleich rum. Ich warte jetzt gerade noch die Phase ab, bis die neue Zone kommt. Weil dann muss ich ja eh mich bewegen, weil hier wird die Zone nicht hinkommen. Aber mich würde interessieren, wo die sitzen. Also von wo die jetzt gerade geschossen haben. Dauert ganz schön lange. Es wird wahrscheinlich auf hier so hinauslaufen. Nehme ich jetzt mal an. Jupp. Ich würde hier hingehen. Ja, ich move direkt. Ich weiß schon. Das machen auch viele nicht. Ich mach's. Der fährt da an uns vorbei. Jo, der ist vorbeigefahren. Haben wir hier noch was übersehen? Nee. So. Wir laufen mal wieder. Ich will an den Ruinen vorbei, weil das sind mit Sicherheit Leute. Wahrscheinlich da oben auf dem Berg. Ich sehe halt auch voll oft Gegner so extrem schlecht. Ich gehe jetzt mal hier verdeckt im Schatten von den Hügeln, weil die Schüsse kamen ja von rechts. In der Hoffnung, dass die mich dann da nicht sehen. Okay. Bereich verkleinert sich in einer Minute. Da hinten ist wieder. Ach nee, das sind Regentropfen. Ja, das gibt Sinn. Weil ich gucke, ich laufe gerade mit der Linse hinter meinem Charakter her. Deswegen habe ich Regentropfen auf dem Bildschirm. Das ist dann Ding. Bombenzone, wo ich rein wollte. Ah, jetzt ist sie wieder weg. Da sind mir sicher halt auch welche. Da wollte ich eigentlich nicht lang. Warum bin ich jetzt trotzdem hier? Oh, erstmal Schreckschießen. Nein! Oh, fuck. Ich wollte mich gerade hinterm Baum stellen. Ich bin ein bisschen erschrocken. Um Gottes Willen. Wo saß der? Ich will nur wissen, wo er saß. Ich weiß schon, ich war dumm, dass ich jetzt genau zu den Häusern hingelaufen bin. Der saß da hinten, lol. Okay.
Ah, oh, ärgerlich. Ich dachte, der wäre im Haus. Ich habe nicht ganz genau gehört, von wo er geschossen hat. Okay. Alles klar, gut. Ja, das war Folge 1 von vom Noob zum Pro von PUBG. Ich mache hier auch direkt einen Aufnahmecut. Und mal gucken, wie oft ich es schaffe, aufzunehmen. Ich schaue natürlich, dass ich die Aufnahmesession relativ eng halte, damit ich auch einen Lernerfolg habe. Und weiß noch nicht, in welchem Abstand ich die Folgen rausbringe. Aber ich, ja, beende jetzt erstmal hier die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt mein Format verstanden. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne Fragen unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, auf Wiedersehen.